Sarganabis ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist neben Alabis eine der beiden letzten Entwicklungsstufen von Perlu. Sarganabis ist ein relativ langes und rosafarbenes Pokémon mit einem aalartigen Körperbau. Sein länglicher, spitz zulaufender Körper verfügt über keine Gliedmaßen, endet aber in einer lilafarbenen, rundlichen Schwanzflosse. Er ist mit weißen Ringen und zwei lilafarbenen Muscheln verziert. Sein flacher Kopf trägt zwei runde Augen und ein langes, schnabelartiges Maul sowie jeweils eine lange Zierflosse oben und unten, und in der Shiny-Form ist der Körper gelb gefärbt. Sarganabis zeichnet sich durch eine eher gemächliche Geschwindigkeit, aber robuste Verteidigungsfähigkeiten und kräftige spezielle Angriffskräfte aus. Es rückt Feinden mit durchschlagenden Attacken des Wassertypen wie Aquavelle und Hydropumpe zu Leibe, beherrscht aber auch verschiedene Psychokräfte wie Psychokinese. Seine Fähigkeit, Gegnern mithilfe seines schnabelartigen Mauls Energie abzusaugen, zeigt sich in der Attacke Diebiskus. Sein einnehmendes Äußeres macht es sich mit Liebreiz zunutze. Zwar ist es üblicherweise eher langsam, doch profitiert es durch seine Fähigkeit Wassertempo von regnerischem Wetter, indem es sich sehr flink fortbewegen kann. Andere Exemplare mit der versteckten Fähigkeit Hydration können im Regen sogar Statusprobleme kurieren. Der Lebensraum von Sarganabis erstreckt sich über den Grund von südlichen warmen Meeresbereichen. Sein Körper ist an den enormen Wasserdruck in großen Tiefen angepasst. Das Pokémon gilt aufgrund seiner strahlenden Farbe und seines eleganten, schönen Schwimmstils als sehr grazil, hat jedoch eine grausame Seite. Es rammt sein dünnes Maul in den Körper eines Opfers und saugt ihm die Körpersäfte aus, welche in seinem Mund gefiltert wird. Die leblosen Überreste lässt es zu Boden sinken, wo sie von anderen Tiefsee-Pokémon verspeist werden. Auch Seetang am Meeresgrund steht auf seinem Speiseplan. Sarganabis Farbe hängt von vielen Einflussfaktoren ab. Nach einem Mal ist sie besonders intensiv und noch im Frühjahr, wenn die Wassertemperatur zu steigen beginnt, leuchtet Sarganabis kräftig. In Regionen wie Alola, die sich durch besonders warme Temperaturen auszeichnen, ist es beinahe blendend grell. Dabei ist Sarganabis der letzte Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und ist neben Alabis eine der möglichen Weiterentwicklungen Perlus. Bei der Entwicklung verlässt es seine schützende Schale und nimmt in beiden Fällen eine seeschlangenartige längliche Form an, wobei Alabis sich auf seine physische, Sarganabis auf seine speziellen Kräfte spezialisiert. In den Spielen wird die Entwicklung von Perlu zu Alabis nach Tausch mit getragenem Abisszahn und zu Sarganabis nach Tausch mit getragener Abisschuppe durchgeführt. Und mit seinem Typen nimmt es halben Schaden gegen Stahl-, Feuer-, Wasser- und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen- und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.